Hier im Aquarium haben wir die Bilder unserer Vereinsmeisterschaft vom Futterclub Heliger und Lengenfeld ausgestellt. Zum 16 Teilnehmer mitgetan, mit 80 Bildern jeweils, alle zusammen. Und die besten 4 werden dort präsentiert. Für uns hier im Aquadom ist das natürlich ein sensationeller Platz. Es ist eine riesen Laufkundschaft, es ist ein super Ambiente für uns. Es ist der perfekte Platz eigentlich, uns hier zu präsentieren mit unseren Bildern. Futterclub Heligern Lengenfeld besteht seit über 30 Jahren. Wir sind ungefähr 35 Mitglieder, davon sind 25 aktiv, sehr aktiv. Wenn man sieht, 16 Teilnehmer auf Vereinsmeisterschaft. Es gibt viel Gesellschaftspflege. Wenn ich zurückdenke ans letzte Jahr, 15 Aktivitäten, gemeinsames Fotografieren. Wir sind einmal Zimmergewehrschießen gewesen miteinander. Wir haben einen großen Ausflug gehabt im Herbst. Da muss man eigentlich jedes Jahr machen. Wir waren in Prag, wir waren in Wien. Letztes Jahr waren wir im Kochel am See, großer Ahornboden. Und ja, Gemeinschaftspflege ist bei uns sehr im Vordergrund. Ein gutes Foto muss nicht absolut perfekt sein, von der Technik her schon gar nicht. Es muss eine Aussage haben, es muss etwas rauskommen, es muss ein Gefühl, ein Gespür, da muss etwas da sein. Es braucht nicht das beste Licht sein, die Stimmung muss passen. Es ist öfter, muss einfach der Moment da sein und passen. Fotografie ist Leidenschaft. Man kann es natürlich alleine alles machen, aber es ist schon in der Gruppe, wir rücken öfter zu zweit, zu dritt, 4x6x7, es ist die Gemeinschaft. Man kann auch entspannen beim Fotografieren. Also für mich ist es perfekte Hobby.